Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Traumbewusstsein. Heute gehen wir der Frage nach, was man so alles im Klartraum machen kann. Also die Aktivitäten im Klartraum. Wer noch neu ist oder wer schon länger dabei ist, aber so langsam die Motivation sucht, dem oder dem, der mag es ja vielleicht helfen, sich zu fragen, was man denn eigentlich alles so machen kann, was das ganze Potenzial von Klarträumen ist. Und das Allerbeeindruckendste am Klarträumen ist eigentlich die Erkenntnis des Traumzustandes. Ups, na, das heißt, die Erkenntnis, es ist richtig, weil einfach zu erleben, wie man selbst die gesamte Umgebung um sich herum, die auch völlig realistisch ist, erzeugt, das hat schon so viele Menschen zu euphorischen Gefühlen gebracht, dass es ja gar keine weiteren Aktivitäten braucht, um sie zu motivieren. Wenn das aber nicht reicht, der oder die bekommt jetzt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, denn es gibt eine ganze Menge. Und ich teile das einfach mal auf in ein paar Kategorien, die aber nicht streng zu verstehen sind. Hedonistisch wollte ich schreiben. Hedonistische Aktivitäten, das bedeutet lustbetont, Spaß, Sachen, die Spaß machen, einfach alles, was der Wunsch Erfüllung dient. Aber auch Sachen wie Erholung. Und das sind eigentlich Sachen, die hauptsächlich ganz am Anfang auch von Klarträumern gemacht werden. Das heißt, einfach mal das allereinfachste Beispiel ist das Fliegen, was auch gleichzeitig das allerpopulärste Beispiel ist. Weil das Fliegen drückt wahrscheinlich so einen richtigen Menschheitstraum aus, dass das einfach so viele Menschen im Klartraum direkt machen, ohne groß drüber nachzudenken, einfach mal fliegen. Es ist einfach auch eine sehr geniale Sache. Eine andere Möglichkeit ist natürlich etwas zu erschaffen, Dinge zu beeinflussen, sich etwas aufzubauen und es auch wieder zu zerstören. Da kann man sich ganze Welten aufbauen, ganze Landschaften, ganze Städte und sie wieder einreißen, diese Macht zu erleben einfach. Aber man kann natürlich auch die Sachen stehen lassen und darin dann irgendwelche Abenteuer erleben. Auch in den Träumen, die man einfach so vorfindet. Beispielsweise, wenn man schon gerade am Fliegen ist, kann man drüber fliegen und die Landschaft, die Träume erkunden und sich einfach mitreißen lassen von den ja coolsten Geschichten und Abenteuern. Entweder kann man sich beispielsweise Geschichten ausdenken, oder auch vom Traum ausdenken lassen, oder aber man kennt vielleicht schon Geschichten, die man sehr gerne hat, irgendwelche Lieblingsserien und taucht dann einfach ein in eine bestimmte Folge, eine bestimmte Person, ja, einen bestimmten Charakter und erlebt diese Geschichten. Und eine andere Sache ist der Geschwindigkeitsrausch zum Beispiel. Überhaupt Rauschzustände kann man natürlich extrem erleben und dazu gehören vielleicht auch das Erleben von Sinneseindrücken, die viel extremer und intensiver wahrgenommen werden können als im Wachleben natürlich. So richtig malerische Landschaften und auch synästhetische Erfahrungen oder geniale Hintergrundmusik, die einfach mal dazu auftauchen kann. Sachen, die einfach richtig Spaß machen. Und ja, man kann seine gesamten Sinne eigentlich auskosten und erleben. Ich male das hier auch gerade extrem bunt, muss natürlich nicht so bunt sein. Man kann sich alle Sinneseindrücke, auch Gerüche oder Geschmack, man kann natürlich auch sehr viel verspeisen, Sachen, die man vielleicht sonst nicht essen würde oder nicht in der Menge. Ja, oder einfach geniale Gerichte, die es gar nicht gibt. Gerüche, was gibt's noch? Man kann natürlich auch sich vom Körpergefühl her total andere Sinneswahrnehmung haben, weil
Weil es gibt ja keinen wirklichen Körper im Traum. Der Körper liegt ja eigentlich im Bett. Das heißt, man kann seine Körperempfindung ausdehnen auf den gesamten Traum. Man kann sich verflüssigen und wahrnehmen, wie es ist, wenn man flüssig ist. Und diese körperliche Freiheit, das ist ein enorm geiles Gefühl, das man haben kann. Und in die Kategorie gehören wohl auch sexuelle Wunscherfüllung, Abenteuer, die man haben kann, einfach weil es so enorm körperlich enorme Wahrnehmungsmöglichkeiten gibt im Traum und aber auch emotional. Das heißt, man kann natürlich auch von sexuellen Wünschen beispielsweise träumen, die man sich im Wachen vielleicht nicht erlaubt oder nicht traut, oder Sachen, die einem vielleicht einfach im Moment nicht zur Verfügung stehen, die einem nicht möglich erscheinen. Und natürlich kann man auch ansonsten jetzt nicht nur auf sexueller Ebene mit Traumfiguren in Kontakt treten und ja, eigentlich die coolsten Kontaktmöglichkeiten haben, weil einfach eine Verbundenheit zu anderen Menschen sozusagen oder auch Tieren oder Gegenständen ist ja viel leichter möglich im Traum. Da gibt es einfach nicht diese ganzen sozialen Grenzen und die ganzen psychologischen Grenzen. Man hat einfach viel schneller einen Zugang zueinander und dann kann man miteinander, ja, Abenteuer erleben, Austausch haben, was auch alles einem so einfällt. Aber natürlich muss das Spaß haben nicht in einem Rauschzustand enden, sondern es kann auch eine sehr entspannende Angelegenheit sein. Das heißt, man kann sich einfach an einen Urlaubsort, an einen angenehmen, wohltuenden, ruhigen Ort wünschen, herbeischaffen, eine einsame Insel mit tropischem Flair, wo einfach sonst keiner ist oder nur wirklich Traumfiguren, die einem sehr liegen, die sehr verbunden sind und sich dort einfach die Seele baumeln lassen. Weil, auch wenn manche sagen, ja, Klarträumen, das könnte doch auf Dauer, wenn man wirklich ständig Klarträume hat, sehr anstrengend sein. Aber das glaube ich eben nicht, weil man kann auch sehr entspannt Klarträumen. Man muss ja nicht extrem anstrengende Dinge tun. So, und die nächste Aktivität, die mir einfällt als Kategorie, das ist das Experimentieren, weil das sind auch Sachen, die viele machen, am Anfang vor allem. Mit der Traumwelt interagieren, die Traummaterie manipulieren, gucken, was man so alles machen kann. Das heißt, hat man vor sich beispielsweise einen Spiegel, dann einfach mal durch den Spiegel gehen oder mit dem Spiegelbild reden, gucken, ob es sich anders verhält als man selbst, gucken, was passiert, wenn man da durchläuft, wo man dann landet, oder wie es sich anfühlt. Ja, also so Experimente mit der Traumumgebung. Beispielsweise auch Veränderung der eigenen Sichtweise. Das heißt, von einer anderen Traumfigur einfach die Perspektive mal versuchen einzunehmen, Perspektive zu tauschen. Oder beispielsweise auch sich zu klonen. Oder ein, ja, 360-Grad-Blick mit allen sozusagen rundum oder vierdimensionales Sehen. Ich meine, Sachen, wo Leute einfach denken, boah, das wäre mal cool auszuprobieren. Das sind einfach Experimente, Sachen, wo man noch gar nicht weiß, ob das überhaupt geht oder was dann passiert, wenn man es versucht. Oder beispielsweise auch die Grafik vom Traum verändern, sodass man plötzlich nicht mehr wie normal wahrnimmt, sondern wie auf einmal in einem Comic-Stil oder wie aus einem Computerspiel oder so. Oder man kann sich auch verwandeln in eine andere Kreatur, in ein Tier oder so, oder sein Geschlecht ändern oder sich Körperorgane wachsen lassen, Flügel oder alles Mögliche, was einem so halt einfällt, ja. Und da kann man dann enorm viel experimentieren und herausfinden, wie das sich anfühlt, wie es mit einer anderen Perspektive ist. Was gibt es noch so? Man kann gucken, mit den Traumfiguren interagieren und herausfinden,
ob sie ein eigenes Bewusstsein haben. Man kann eben mit ihnen sprechen. Also Gespräche mit Traumfiguren sind ein sehr beliebtes Ziel. Und gucken, ob sie eine eigene Perspektive zum Beispiel haben. Ob sie eine andere Sichtweise auf etwas haben. Oder ob ihnen andere Dinge auffallen als einem selbst. Ob sie einen überraschen können, ob sie rechnen können, ob sie, ja, wissen, was man denkt und so weiter. Was es dann noch gibt, das ist das Schlaflabor. Auch hier finden Experimente statt, also das heißt im echten Leben, im Schlaflabor, da kann man aber auch teilnehmen. Das heißt, es gibt ja unzählige Studien, die jetzt zurzeit gemacht werden. Da kann man einfach auch selber mitmachen, sich bei einer Studie anmelden und dann selber dort im Klartraum eine Studie mitmachen. Da kann man dann zum Beispiel ja Auswirkungen testen vom Klarträumen aufs Gehirn, also wie die Gehirnwellen beispielsweise, ob es da Unterschiede gibt zwischen normalen Traum und Klartraum oder Kommunikation zwischen der Wachwelt und der Traumwelt, also mit Augensignalen zum Beispiel. Oder eben auch so Sachen, wo getestet wird, ob bestimmte Sachen, also sich im Traum anders verhalten. Zum Beispiel, ob die Zeit langsamer im Traum ist als in echt oder ja, ob man Bewegungsabläufe trainieren kann, ob man Albträume bekämpfen kann. Das sind alles Sachen, die im Labor im Moment erforscht werden und da kann man auch mitmachen. Man kann sich auch sein eigenes Heimlabor basteln mit kleinem EEG. Da gibt es auch in der Community ein paar Leute, die das versuchen. Und dann sich so ein EEG hacken und dann seine eigenen Gehirnwellen zu analysieren, seine Schlafphasen aufzuzeichnen und so weiter. So, der nächste Punkt. Ach nee, was zu Experimenten auch noch zu sagen ist, das sind, würde ich mal nennen, parapsychologische, paranormale Phänomene, wie zum Beispiel die außerkörperliche Erfahrung. Das heißt, ob man tatsächlich aus seinem Körper rausschweben kann, in der Wachwelt herumschweben mit dem Geist, oder ob das nur geträumt ist. Sowas kann man auch experimentieren, gucken, ob man auf Informationen aus der Wachwelt zugreifen kann, vom Traum aus, die man sonst überhaupt nicht wissen könnte. Ja, also alles so wie außerkörperliche Erfahrungen, Shared Dreams, was gibt's da noch? Präkognition und so weiter. So. Und der nächste Punkt aber wird sein, und jetzt brauche ich hier die gleiche Farbe. Ah, ist eine andere. Egal, Training. Training und Kreatives. Das heißt, Sachen, die auch im Schlaflabor viel erforscht wurden und werden, ist die Frage zum Beispiel, ob man im Klartraum, und das wurde auch mit Ja beantwortet, Bewegungsabläufe, motorische Bewegungen trainieren kann. Ja, der Mensch hat jetzt gerade keinen Hals, egal. Das heißt, im Traum kann man Bewegungsabläufe trainieren, vor allem von bestimmten Sportarten, die man sonst so macht, wenn man irgendeinen Hobbysport hat. Aber auch musikalisch, ja, weiß nicht, Gitarrengriffe oder so, wenn man mal eine Gitarre etwas simpel, oder, ja, alles, was man eben trainieren kann, Sachen, die man schon vorher im Wachleben mal gemacht oder gesehen hat, die man irgendwie wahrgenommen hat und die man dann im Traum sozusagen nochmal genauer analysieren, genauer durchüben kann. Beispielsweise auch Sprachen, vor allem die Aussprache, aber vielleicht auch Vokabeln lernen, wobei das wahrscheinlich nicht das Allerinteressanteste sein wird. Was auch ganz interessant klingt, ist das sogenannte Speed Reading. Ich weiß nicht, ob das funktioniert oder ob das schon mal jemand getestet hat. Ich habe mal hier Speed Reading, weil, also es klingt ganz interessant, da liest man nur ein paar Sekunden lang eine Seite, also man liest sie gar nicht, man schaut nur drauf wie auf ein Bild und das soll dann ins Unbewusste einsickern. Und
Dieses Wissen soll man dann im Klartraum aufnehmen können, ohne dass man das wirklich bewusst oder aktiv gelesen hat. Also ob das funktioniert, das weiß ich nicht, aber das wäre natürlich auch eine coole Sache. Ansonsten kann man, was das Training angeht, vor allem Dinge trainieren, die besonders gefährlich sind oder ge besonders schwierig sind. Bewegungsabläufe, die schnell gehen und Gefahren mit sich bringen, ist klar. Und natürlich auch Sachen, die besonders kompliziert sind, besonders schnell gehen, weil man dann im Klartraum die Zeit verlangsamen kann, die Aktivität in Einzelschritte zerlegen kann und das zum Beispiel auch immer wieder wiederholen, zurückspulen, die Zeit einfrieren, sowas geht ja auch. Und deswegen eignet sich das Klartraum ganz besonders zum Training von schwierigen und gefährlichen Sachen. Aber anstatt nur Sachen zu trainieren, kann man natürlich auch auf neue Ideen kommen. Und das schreibe ich jetzt mal hier hin. Ich versuche mal hier die Farbe zu kriegen. Nein, ich habe sie nicht. Es läuft, glaube ich, nicht. Ideen. Ja, Sport hatten wir. Oder Kunst. Ich brauche eine andere Farbe. Das heißt, Ideen, damit meine ich es zum einen, wenn man zum Beispiel eine bestimmte Sportart hat, ein Hobby, zum Beispiel Inlineskaten, dann kann man da ja nicht nur die Sachen trainieren, die man jetzt so im Wachleben auch trainiert, sondern man kann sich auch völlig neue Bewegungen einfallen lassen. Vor allem, wenn man irgendwie im Freestyle aktiv ist. Man kann sich Melodien komponieren im Traum, die besonders cool klingen, weil das Traumbewusstsein ist auch sehr kreativ. Man kann sich Szenen anschauen, die man dann später malen möchte. Man kann sich ja Gerichte einfallen lassen oder vom Traum präsentieren lassen, die man dann später nachkochen kann. Und gucken, ob sie essbar sind. Aber man kann das natürlich auch außerhalb von Sport und Kunst nutzen, zum Beispiel für Projekte, jetzt sagen wir mal im beruflichen oder im privaten, wo man einfach Einfälle sucht, für wie man etwas realisieren kann. So, und der nächste und letzte Punkt, den ich hier anführe, den nenne ich mal Selbstentwicklung. Und das ist ein sehr weites Feld. Das reicht eigentlich von sozusagen Verhaltenstherapie über Albtraumbewältigung, soziale Situationen, Albträume, bis hin zu spirituellen Dingen, Selbsttherapie und Erkenntnissen. So. Also wie gesagt, ein sehr weites Feld. Man kann beispielsweise soziale Situationen, meine ich, simulieren. Das heißt, Dinge, die einem schwerfallen, die einem vielleicht auch bevorstehen, wie zum Beispiel ein Vortrag, den man halten wird oder Menschen überzeugen. Und dann es einfach simulieren, durchüben oder auch gucken, was einem daran jetzt so schwer fällt, wo das Problem liegt. Und das dann simulieren, weil im Traum besteht natürlich keine wirkliche Möglichkeit zu scheitern, auch wenn man das so simulieren kann, dass man das Scheitern auch mit einbauen kann. Auf jeden Fall. Hier könnte es Klartraum helfen. Man kann aber natürlich sich auch fragen, was ist der Grund dafür? Was sind meine tieferen Ängste, die dahinter liegen? Man kann, was besonders häufig auch erforscht wird und von Anfängern gerne versucht wird, das ist Albtraumbewältigung, weil die Albträume, ist klar, sind sehr häufig. Also es gibt schon einige Leute mit Albträumen. Und da ist natürlich vor allem am Anfang die Frage, wie kann ich die jetzt loswerden? Direkt am Anfang halt die Frage. Man kann natürlich auch sich mit seinen Ängsten auseinandersetzen, ohne Albträume zu haben. Das heißt sozusagen Albträume kreieren, indem man sich mit seinen Ängsten auseinandersetzt und die konfrontiert. Auf jeden Fall kann man aber im Klartraum sozusagen Zugang erlangen zu seinem
zu seinen Ängsten und auf eine ganz andere Art mit denen umgehen, weil man ja nicht in der Position ist, dass man tatsächlich Angst haben müsste, das heißt, dass einem wirklich eine Gefahr bevorsteht, kann man diese Angst entschärfen. Und ja, da gibt es verschiedene Ansätze, wie man es macht. Eine Möglichkeit wäre auch, dass man sich dann eben fragt, was dahinterliegende Ängste sind. Man kann sich natürlich auch anstatt mit Ängsten überhaupt mit Blockaden, mit eigenen Problemen und so weiter befassen. Aber ich finde, da sollte man, vor allem wenn man das zur Selbsttherapie verwendet, sehr sanft und vorsichtig vorgehen. Wichtig ist auch, und das verbindet jetzt zum Beispiel den vierten Punkt mit dem ersten, was ich oben genannt habe, das Hedonistische. Also beispielsweise hier Abenteuer zu erleben oder sich einen Rückzugsort, einen Urlaubsort zu erschaffen und schöne Erlebnisse zu haben, das hilft einem auch bei der Selbsttherapie, würde ich sagen, weil man sich im Traum einfach ein Refugium schaffen kann, einen Ort, an dem man wirklich geschützt ist und an dem man sich selber zeigen kann, dass man es verdient hat, schöne Erlebnisse zu haben, dass man selbst der oder diejenige sein kann, die sich selbst diese schönen Erlebnisse gibt, ohne darauf angewiesen zu sein, dass man darauf wartet, dass andere einem diese Erfüllung erst ermöglichen. Und ich finde, das ist eben auch sehr wichtig, wenn man sich mit Albträumen und mit seinen inneren Ängsten und so beschäftigt, dass man dann immer wieder auch sich schöne Erlebnisse macht, weil es sonst zu anstrengend werden könnte, zu unangenehm werden könnte. Aber die Selbsterkenntnis muss natürlich nicht nur Traumatherapie sein, man kann sich ja auch einfach zum Beispiel damit auseinandersetzen, was die eigenen Wünsche sind, was die eigenen Ängste sind, auch was das eigene Potenzial ist, was man so alles kann, was in einem steckt und wie man das im Wachleben vielleicht realisieren könnte, Ideen dafür sammeln, wie man neue, persönliche Entwicklungsprojekte sozusagen vorantreiben könnte im Wachleben. Natürlich könnte man sogar auch versuchen, sich körperlich zu heilen, wenn man irgendwelche körperlichen Krankheiten hat oder so. Könnte möglich sein. Oder auch, ich weiß nicht wie weit, aber könnte psychosomatisch ist ja einiges möglich. Und ansonsten kann man ja auch Sachen wie Depressionen vielleicht bekämpfen, indem man sich, wie gesagt, schöne Erlebnisse genehmigt und Inspiration holt im Traum und sich mit seinen Ängsten konfrontiert. Und man kann auch einfach ja jetzt mehr in so eine spirituelle Richtung gehen und zum Beispiel im Traum meditieren und dann sozusagen versuchen, transzendente Bewusstseinserlebnisse, je nachdem, was er eben so für ein Weltbild auch hat, Erkenntnisse in die Wirklichkeit oder in die Funktionsweise des Geistes, nicht nur des eigenen Geistes, sondern ja des Geistes überhaupt, Erleuchtung anstreben. Je nachdem, woran man da glaubt, was alles möglich ist, kann man das ausprobieren. Und helfen tun einem bei solchen Sachen natürlich auch zum Beispiel Traumhelfer, die man sich erschafft, also Personen im Traum oder auch sowas wie Krafttiere, die einem helfen im Traum, die einem öfter mal zum Beispiel klar machen, die einem sagen, das ist ein Traum und die einem zur Seite stehen, wenn man zum Beispiel einen Albtraum hat, wenn bestimmte miese Traumfiguren auftauchen. Da können also Traumhelfer oder Krafttiere sehr helfen. Und die können einen auch inspirieren und Erkenntnisse geben. Man kann sich natürlich auch zum Beispiel sowas erschaffen wie eine Traumbibliothek, in der das gesamte Wissen ja aus dem eigenen Unterbewusstsein versammelt ist. Oder vielleicht sogar noch mehr aus dem sogenannten kollektiven Unterbewussten. Man könnte versuchen, sich einen Ort zu erschaffen, an dem man sozusagen eine Portalwelt hat, wo es einfach verschiedene Portale gibt, also ein Ort, den man immer besuchen kann und von dem aus man durch die Portale einfach immer in einen anderen Traum gelangen kann oder ein bestimmtes anderes Thema einfach, das einen interessiert,
auch suchen kann. Ja, und wie schon erwähnt, das Refugium, also auch die Sachen, upsa, auch die Sachen, von die ich weiter oben schon erwähnt habe, das kann auch alles bei der Selbsterkenntnis weiterführen. Ein Ort, an dem man sicher und geschützt ist und schöne Sachen erleben kann. Ja, soweit jetzt zu den Aktivitäten im Klartraum. Das könnte man natürlich noch unendlich viel vertiefen. Vielleicht mache ich auch Videos zu den einzelnen Abschnitten. Aber auf jeden Fall, bis dahin wünsche ich euch jetzt erst einmal viel Erfolg mit euren Klarträumen und viel Spaß.